Links sind immer in der Videobeschreibung. Ja, ich habe hier mal den Texan PL880, ein ganz hervorragender Kurzwellenempfänger, als Reiseempfänger. Und die MLA30-Antenne, das ist diese chinesische Loop-Antenne mit Elektronik drin. Die braucht aber eine Fernspeisung und das mache ich hier in diesem Fall über diese Solar Powerbank. Man sieht es an dem grünen Licht, dass sie auch wirklich an ist. Und ja, die geht nicht ohne diese Stromzufuhr. Dann funktioniert die Elektronik halt nicht. Ne? Ich kann ja spaßeshalber mal ausmachen. Dann ist Schicht. Ne? Dann empfängt da gar nichts mehr. So, jetzt ist er wieder an. Aber man ist ja auch mit dieser Solar Powerbank dann ziemlich unabhängig. Ich habe jetzt zusätzlich hier die Teleskopantenne voll ausgefahren. Für Kurzwelle musste ja auch senkrecht stehen. Und jetzt zum Vergleich ziehe ich die mal raus. Dann sieht man, wie der linke Wert, das ist die Signalstärke, also ganz deutlich runter geht. Ne? Und man versteht jetzt auch kaum noch was. Also schlechter auf jeden Fall. Ich verstehe eh kein Arabisch. So, jetzt geht der linke Wert wieder hoch. Der Signalrauschabstand ist allerdings nicht sehr gut. 17, 16, 11, 16, 15. Ne, pendelt so ein bisschen. So ist der rechte Wert auch schlecht. Wird sogar noch niedriger teilweise. Aber ist so ähnlich. Aber subjektiv, also das, was man tatsächlich hört, ist deutlich schlechter ohne die MLA30. Jetzt können wir die Antenne natürlich, die ist ja richtungsempfindlich, auch noch drehen. In diese Richtung, das ist Ost-West und so ist also Nord-Süd. Und der Sender ist ja vermutlich irgendwo in Arabien. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher das ist. Müsste also irgendwie. So ist es besser, ne? So, ja, die ist richtungsempfindlich und die ist auch weniger empfindlich gegen elektrische Störungen aufgrund ihrer Konstruktion. Das ist ja eine Loop-Antenne. Als so eine Stabantenne. Ne? Die Stabantenne ist wie so ein Staubsauger für alle möglichen elektrischen Störungen, also WLAN, Handy, WLAN-Verstärker besonders, Plasma-Fernseher, auch WLAN vom Nachbarn und so weiter. Und das ist die aber nicht. Das ist auch ein Vorteil. Und sie ist halt richtungsempfindlich. Man kann also gezielt bestimmte Störquellen eliminieren. Ja, aber es ist noch ein chinesischer Sender, der auf Englisch spricht. Ziemlich hohe Werte, gute Verständlichkeit. Zieh ich ihn mal raus. Nun geht der Wert, der linke besonders, geht dann richtig runter. Aber verständlich ist er auch noch gut. Ups, das habe ich ihn verstellt. Ah, ist schon ein großer Unterschied. Ja, hier habe ich jetzt einen chinesischen Sender, da wird es besonders deutlich. Jetzt nur mit der Stabantenne und jetzt mit der
MLA30. Mir ist nämlich auch aufgefallen, dass der für diese Frequenzen hier 9 MHz, ne, dass der da besonders gut empfängt. Ja, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ja, ich habe ja übrigens auch die Kupfer-Loop dran gemacht und habe die, ich hatte die erst groß und dann habe ich sie aber aus Platzgründen zusammengewunden und das war überhaupt gar kein Unterschied vom Empfang her, ne? Ich dachte erst, ja, Kupfer leitet ja wesentlich besser als Stahl, ne? Und ja, hat aber irgendwie doch nichts gebracht. Ich werde es gleich nochmal anklemmen, dann könnt ihr das mitverfolgen. So, jetzt habe ich die kleine dran gemacht. Platzsparend natürlich, wenn man nicht so einen großen Raum hat oder so, ne, oder viel Geräte rumstehen und man die nicht so gut dann drehen kann. Hier haben wir nochmal den Chinesen. Auch super. Also im Prinzip kein Unterschied zu dem Stahldraht, selbst wenn man ihn groß aufspannt. Ne? Ja, also man kann sie auch mobil benutzen, das darauf wollte ich hinaus, wenn man so eine Solar Powerbank halt benutzt. Und ja, man hat schon also einen deutlichen Gewinn und halt die Richtungsempfindlichkeit, nicht? Die kann man also dann gut ausspielen. Ich habe extra hier diesen längeren Stab nur provisorisch dran gemacht, weil ich brauche ja eigentlich nur die kleine. Und dann ist sie natürlich besonders kompakt. So, da sieht man sie jetzt, ne? Wie schön klein und kompakt die ist. Einfach so ein Stück Holz habe ich hier genommen, dann habe ich den Stab da so drauf gehalten, einmal mit dem Bleistift drumherum gemalt und dann mit dem Bohrer lauter große Löcher rein und dann mit der Feile halt das rausgefeilt, dass es schön gerade ist und dann halt das durchgesteckt, mit Holzleim festgeleimt. Ah, jetzt ist er fertig, hat Feierabend. So, hier haben wir dann noch zu guter Letzt ein RTTY auf Kurzwelle mit der MLA30. Jetzt ziehe ich ihn mal raus. Da haben wir links jetzt 15. Stecke ich hier wieder rein. 38, 39. Ja, also ist eine sehr preiswerte Loop-Antenne, die man sich noch ein bisschen modifizieren kann. Natürlich empfängt sie, wenn man sie raus, aufs Dach oder irgendwie auf dem Balkon platziert, dann ist der Empfang natürlich nochmal deutlich besser, ne? Das ist klar. Dafür ist sie auch eigentlich gedacht. Ja, nicht schlecht. So ist sie auch schön kompakt, ne? Jo, in diesem Sinne, viel Spaß beim Ausprobieren.